Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum zweiten Daily Vlog hier am Start. Herzlich willkommen hier auf Bali. Auf Bali, ne? Also wir haben auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wie du geschlafen hast. Wie hast du geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen, aber ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage in Singapur und ich habe mich ja schon an die Zeit gewöhnt. Na, insofern, ich bin eigentlich schon im Rhythmus drin. Ja, stimmt. Ich nehme noch nicht. Ich habe ja ein bisschen verschlafen. Ich wollte heute Morgen eigentlich Drohnenaufnahmen machen, aber es ging leider nicht. Hier im Hotel ist das nicht so gern gesehen. Aber wollte jetzt auch nicht den Risky Boy hier machen. Nachher hätte ich schon Ärger bekommen und so. Ich hätte gerne was gezeigt, aber wir machen morgen auf jeden Fall richtig geile Aufnahmen. Also Flugzeugträger. Wir starten jetzt eigentlich ganz normal in den Tag. Wie gesagt, ich habe gesagt, Daily Vlogs, ich lasse einfach passieren. Der erste Vlog ist jetzt gerade fertig gewesen, habe ich hier gemacht. Ich kann euch mal ganz kurz den View hier zeigen. So, hier habe ich geschlafen in der Nacht. Und das ist sozusagen der View von my room. Ich würde euch so gerne erst mir eine Drohnenaufnahme hier zeigen, aber weißt du, nicht, dass sie sich nachher aufregen, dann gibt es nachher Ärger und so, aber so sieht es auf jeden Fall aus. Also ich muss sagen, ich war jetzt eben schon am Pool, am Strand, ist wirklich sehr, sehr schön, also ich bin begeistert. Wir müssen das sagen. Nein. Also ich würde niemals was sagen, was ich nicht so empfinde. Also dann würde ich lieber gar nichts sagen, denn ich sage, du, hab noch gar nicht geguckt, aber wirklich, Poolanlage, Meer, einwandfrei. Wie gesagt, wir müssen das, nein, Spaß, ich wirklich, nee, wir sagen, es ist wirklich richtig gut hier und wir starten jetzt so ein bisschen Tag. Wir gucken jetzt einfach, was die anderen machen und wir lassen uns einfach überraschen. Oh Leute, guck mal hier, beim Film, Alter, einfach hier eine Kerbe reingehauen mit der Kamera, weil die so schwer war. Hier, Leben am Limit. So, wir sind jetzt hier am Pool. Okay, wie hast du geschlafen? Eigentlich sehr gut, also natürlich wieder viel zu kurz, aber gut. Und du, Danny? Stell keine Gegenfrage. Frag nicht. Ich habe gar nicht geschlafen. Eine Stunde habe ich vielleicht geschlafen. Jetlag hat richtig reingekickt. Des Grauens. Ich will heute mit dir nicht reden. Er hat auch nicht gepennt. Christina, wie hast du geschlafen? Alles klar. Christina, wie hast du geschlafen? Ganz gut. Aber ich bin auch schon ein paar Tage hier, also. Ja, so ist das hier auf jeden Fall am ersten Tag. Wir machen heute einen chilligen, so einen Ankommenstag. Bisschen reinkommen und dies, das und so. Einfach hier fläzen, auch ganz gut. Und morgen geht es dann auf jeden Fall zum richtig coolen Spot. Da sind wir auf dem Flugzeugträger. Wie das dann alles aussieht, seht ihr auf jeden Fall morgen. So, was machen wir heute noch? Essen, Sport, ins Meer springen, im Pool springen, aber nicht im Pool pinkeln, denn, ne? Das finde ich schön, wie das hier aussieht, Alter. So, Freunde, das Spannendste heute wird wahrscheinlich diese Aufnahme sein, denn wir haben Michael Phelps von Olympia getroffen, ne? Oder wie war es, Paul? Ja, Michael Phelps, 28er Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Nee, 23 Mal Gold und 28 Medaillen und da ist er. Ja. Bei uns hier im Pool. Bei uns hier einfach im Pool. Michael Phelps, wir zeigen ihn euch. Was ist das? So Leute, ich sag's euch, er hier macht hier den Olympiakurs. Da ist er dann auch in der Ziellinie. Achtung. So, da sieht er, also das ist wirklich gekonnt, muss man sagen. Gekonnte Nummer hier. Kann man nicht anders beschreiben. Quality Content. Oh, ja. Yeah. How much did you make this in? How much money do you make with your quality content? A lot of. Oh, that's good. That's good. Yeah, you are my friend. What do you do for living? What? What do you do for living? I sell quality content. You are my friend. Yeah. Yeah. Das ist Quality Content, Leute, hier auf Bali. Ich habe noch nie jemanden im Stehen schwimmen sehen, aber anscheinend läuft es bei ihm. Er macht aktuell auf jeden Fall mehr Sport als wir, deswegen können wir uns alle mal eine Scheibe von abschneiden. Und schmeiß mal nicht alle in einen Topf, ja, als du. Wir waren heute schon alle aktiv. Was hast du gemacht? Ja, ich war schon im Fitness, hast du noch geschlafen? Ja, wir waren zusammen im Fitness, wir haben es uns aber nur angeguckt.
Also ich habe auch schon trainiert, da hast du noch geschlafen wahrscheinlich. Okay, alles klar. Ich filme das gerade übrigens hier alles mit der GoPro, ja, also dass ihr einmal Bescheid wisst. Und das ist der absolute Bali-Vibe und da kannst du mir sagen, was du möchtest. Das ist eine Pflicht, eine frische Kokosnuss und das macht ihr am besten so. Erstmal, wenn sie nicht frisch gekühlt ist, kriegt ihr ja boah, Eis. Boah, geht's dazu? Die macht ihr ja schön rein. So. Und dazu eine Lime. Und fertig ist die Kokosnuss und die genießt ihr am besten jeden Tag. So. Ist das der Taste? Was? Ist das der Taste? Shock yourself. Also wie gesagt, wenn ihr auf Bali seid, auf jeden Fall Kokosnuss muss. Ich hab das voll vergessen. Hä? Ich dachte so, hey, warte mal, Kokosnuss? So, ansonsten ist das heute der Vibe. Einfach hier chillen. Ganz entspannt. Außerdem trainieren wir heute noch unsere Balance mit dem Wahoo Board. Guck mal hier. Warte. Ey. Ja. Aber? Schatz, denk an deinen Rücken. Ruhe. Wow. Aber siehst du, wird von Mal zu Mal besser. Aber. Ich kann auch nicht mehr auf geraden Boden mit einem Fuß stehen. Und die macht das noch so mit. Warte. Es gibt halt einen Tipp bei TikTok, der macht das mit 5-6 Etagen. Ne? So. Also wenn du das hier schaffst, so wie es da liegt gerade mit diesem Ding, einfach halt, wenn du so Profi-like einfach da lang surfst, dann hast du eine gute Balance. Dann musst du einfach trainieren. Wie oft trainierst du wirklich eine Balance? Das war auf jeden Fall so unser Vormittag bis jetzt. Ich denke, wir werden noch ein bisschen was Produktives machen. So, diese Aufnahme, die ihr gerade alle gesehen habt, war von der GoPro 11 gewesen. Also könnt ihr mal sagen, ob ihr gerade irgendwie einen Unterschied gefunden habt oder nicht. Aber die ist halt einfach besonders auch gut, weil die einfach super stabilisiert ist, weil ab und zu mal wegen Equipment fragt und alles drum und dran. Also da kannst du wirklich halt rennen und die wackelt halt nicht. Macht trotzdem halt einfach die 11er-Version eine gute Aufnahme. Aber Licht muss auch immer passen. Ja, also ihr habt den Unterschied gesehen und ansonsten kannst du damit auch ins Wasser springen, alles machen. Es ist halt eine Action-Cam. So, und wir machen jetzt noch eine Drohnenaufnahme von hier zusammen und die zeige ich euch jetzt. Also wie ihr es mitbekommen habt, auch in diesem Vlog, ich habe ja gesagt, ich mache Daily Vlogs und ich zeige die Tage so, wie sie sind. Und heute haben wir einfach nur hier, wie gesagt, eine entspannte, ganz gemütliche Runde gemacht und einfach hier am Pool gechillt, ein paar Sachen gemacht, was vorgearbeitet, was hochgeladen. Hier sitze ich jetzt noch dran und arbeite gerade noch aktuell an dem Vlog, der gestern kam, ne, weil ich bin ja immer einen Tag voraus, damit es auch alles möglich ist, jeden Tag zu posten. Und morgen geht es dann zu einem richtig geilen Spot, deswegen auf jeden Fall morgen nicht verpassen. Und was wir später noch machen, werden wir sehen. Ich arbeite jetzt erstmal ein bisschen weiter. Und ja, das ist auch mal gut. Ne? Manchmal hat man einfach nichts zu tun. Aber vor allem bei einer Ankunft muss erstmal ein bisschen klarkommen. Jetlag, dies, das, wisst ihr halt. Ach übrigens, ich hatte noch ein Einzeldate mit Paul. Ja, ich bin der Paul Janke und ich habe hier mal ein Einzeldate organisiert. Sind hier gerade auf Bali. Und bin jetzt auch auf TikTok. Also, folgt mir gerne. Is it our day? So, meine Lieben, das war jetzt heute der Daily Vlog. Heute ist nicht ganz so viel passiert. Heute war erstmal so die Anreise, runterkommen, ankommen. Und morgen geht es dann richtig los. Wir lassen den Abend jetzt noch gemütlich ausklingen mit leckerem Abendessen und nehmen euch dann morgen wieder komplett mit. Mach mal aus die Scheiße jetzt.